Kollege, Kollege, es ist was passiert. Kollege, nach den Gesetzen der Dialektik passiert immer was. Es gibt keinen Stillstand. Bei der Eisenbahn schon gar nicht. Kommen wir jetzt zur Konkretisierung und damit zur Frage. Was ist denn passiert? Ein Wagen ist beim Verschieben auf den anderen aufgelaufen, ziemlich derb sogar. Nun, Kollege, was sagt uns das? Nun, also, es sagt uns, dass jede Unachtsamkeit, nur seien sie, wie sie sei, uns an der Planerfüllung und damit am Wohlstand hindert. Ich meine so... Abgesehen von Ihrer Meinung, es handelt sich um einen Kesselwagen. Nun gut, werden wir nach Abschluss unseres Disputes mit der Feuerwehr alarmieren. Es ist doch Wein drin, 30.000 Liter französischer Import, Desert Wein. Was denn, richtiger Wein? Nö, nö. Das ist gut, ey. Wussten Sie übrigens, dass der häufige Genuss schwerer Dessertweine ärztlicherseits gar nicht empfohlen werden kann? Zum Donner wird empfohlen, hin empfohlen, her am Kesselwagen ist eine Schweißnaht geplatzt, der Wein läuft aus. Zwar langsam, aber er läuft. Wie konnte denn das passieren? Der Kollegin-Rangiererin hat einen Hemmschuh zu spät gelegt. Rufen Sie mir die Kollegin-Hemmschuh, aber da wäre ich mal. Himmel, Kreuzpumpen, Element, sorgen Sie lieber dafür, dass der Kessel schnellstens ausgepumpt wird. Natürlich, das hätte ich doch sowieso getan. Passen Sie mal ein bisschen auf den Wein auf, hier. Drücken Sie einen Daumen drauf. Besorgen Sie 30 Meter Leukoplast aus der Sanitätsstühle. So, also... Das war die 3/6 meine Tiere. Ja, hier ist der staatliche Getränkekonto Dresden. Guten Tag. Ja, guten Tag, hier ist der Güterbahnhof Dresden, Friedrichstadt. Ich will schon sagen mal, habt ihr hier in Kesselwagen mit 30.000 Litern französischen Import-Dessertwein rumstehen? Wie bitte? Französischen Import-Dessertwein? Wie sieht denn der aus? Kollege, die Lache ist ernst. So. Ja, was ist denn passiert? Also pass auf, nur, der Wagen, der ist also beim Rangieren in New York so ein bisschen beschädigt worden, nicht wahr? Der Wein läuft aus, kommt er mal rüber und pumpt den Kessel leer. Hä? Ja, Moment mal, Kollege, wohin ist denn die Fracht deklariert? Das weiß ich doch nicht. Hey! Guckt doch mal in den Frachtbrief nach, wer die Brille kriegen soll! Staatliches Getränkekonto, Außenstelle Görlitz. Staatliches Getränkekonto, Außenstelle Görlitz. Na also, dann rufen Sie bitte gleich Görlitz an, ja? Die sollen herkommen und die Ware retten. Exakte Arbeit ist alles. Auf Wiederhören. Hey! Elendes Bürokratenvolge. Hey, mal bloß hin, wenn man alles so arbeiten will. Also, Görlitz. Görlitz, ist die 12? Die ist gar nicht drauf. Moment, ich hab's, das ist der 1, 2, 3, 6, 9. Staatliches Getränkekonto, Außenstelle Görlitz? Ja, hier ist der Güterbahnhof Dresden, Friedrichstadt. Ehre, brüllen Sie doch nicht so, ich höre doch nicht schwer. Das ist doch ein Ferngespräch. Also, Kollege, pass auf, Mann. Für euch steht hier bei uns auf dem Bahnhof ein Kesselwagen mit 30.000 Litern französischen Import-Dessertwein. Hurra, es lebe die Eisenbahn! Was ein Mensch. Pass auf, Mann. Der Wagen, der ist also beim Rangieren hier ein bisschen beschädigt worden. Der Wein läuft aus, was könnte man da tun? Ja, das Zeug retten natürlich. Oder sollen wir eine Schlauchleitung nach Dresden legen? Dresden soll auspumpen und uns eine Ware zustellen, ihr Tronlumpen. Ihr Holzköpfe! Diebische Flucht vor der Verantwortung. Also noch einmal Dresden. Der wird dem Götten.
Ja, hier ist das staatliche Getränkekonto Dresden. Guten Tag. Ja, pass auf, hier ist noch einmal der Güterbahnhof Dresden, Friedrichstadt. Pass auf, Kollege, ich habe jetzt gerade mit der von Görlitz gesprochen und die sagt mir wieder, ihr sollt auspumpen. Wir sollen auspumpen, sowas muss man doch schriftlich machen, nicht wahr? Mensch, ihr elendes Bürokratenvölk. Wie? Kümmert euch aber mal gefälligst selber. Also Moment mal, mein lieber Kollege, ja, was wird denn mit dem Wein? Wer bezahlt denn die Transportkosten? Ja, wir stehen doch im Wettbewerb. Hallo? Der hat aufgelegt. Na warte, du Knilch. Der Bäm vergessen. Ich hab doch jetzt Frühstück. Ja, geht doch bei den Fristen, Friedrichstadt. Ja, und hier ist immer noch das Getränkekonto. Also passen Sie auf, Kollege, ja? Nach reiflicher Überlegung habe ich mir überlegt, wir sollten nicht so lange überlegen. Also wir machen die Sache. Rufen Sie einstweilen die Transportpolizei an, ob wir das Bahngelände betreten dürfen. Ich werde die Hygieneinspektion verständigen und fragen, ob der Wein überhaupt noch verkauft werden darf. Schienenhamster. Jetzt geht's vorwärts. Hier, Transportpolizei. Ja, hier ist der Güterbahnhof Dresden, Friedrichstadt, Kollege Urstrauf. Bei uns auf dem Bahnhof dort, da ist so ein Kesselwagen mit 30.000 Litern französischen Import-Dessert-Wein. Ja, wie so ein bisschen beschädigt worden, nur der Wein läuft aus. Wer hat das getan, Agenten? Eine ganz kleine Rangiererin. Sind Sie sicher? Ganz sicher. Es handelt sich auch bloß um die Genehmigung zum Betreten des Bahnhofsgeländes. Sehr einfach, üblichen Antrag in dreifacher Ausfertigung mit ausführlicher schriftlicher Begründung. A, warum Wein aus Frankreich? B, warum nicht andere Strecke? C, wieso Rangierfehler? D, wie ist der Name des Schweißers, der den Kessel schweißte? E, wie hätte vorliegende Sache verhindert werden können? Wie war gleich C? C, wieso Rangierfehler? Aha, wirklich, es ist bloß nur der Wein dribbelt inzwischen aus. Richtig, fügen Sie unter F hinzu, wie viel Liter Verlust pro Minute? Ende. Ach, das ist ja. Die dribbeln zählen! Deutsche Hygieneinspektion. Ja, und hier ist das staatliche Getränkekonto Dresden. Guten Tag. Guten Tag. Fräulein, passen Sie bitte auf. Bei uns hier auf dem Bahnhof, da ist ein Kesselwagen mit 30.000 Litern französischen Import-Dessert-Wein geborsten. Oh. Ja. Wenn wir nun den Kessel auspumpen, darf dann der Wein noch verkauft werden? Der Kessel ist beschädigt. Ja, die Schweißnaht ist geplatzt. Aha, also hat die Außenluft Zutritt. Ja. Und somit Bakterien, Viren, Würmer, Ungeziefer, Schnecken und Staub. Ich bin mir nicht ganz sicher. Bitte schicken Sie uns eine Probe mit Darstellung des Vorgangs. Guten Tag. Guten Tag. So. Ach, Sie sind's. Es ist gut, dass Sie kommen. Sagen Sie mal, wie steht's denn draußen? Nö, wir haben's geschafft. Was? Geschafft? Nö. Also doch. Klar, ja. Ja, ich wüsste ja nur, wenn wir alle die Initiative ergreifen und richtig zupacken, sind auch die schwierigsten Sachen spielen zu lesen. Wer hat's denn gemacht? Mit den Kollegen von der Frühschicht. Keiner ist nach Hause gegangen. Alle haben sie mit angepackt. Alle haben sie mit. Bitte rufen Sie mir die Kollegen, damit ich Ihnen meinen Dank sagen kann. Das geht leider nicht. Die sind alle besoffen.